jemand ein Feuerzeug und kann auch mal ein Ecke machen. Oder sogar ein. Ah, hier. Die Essen haben wieder, haben alles dabei. Klar. Ein Traum. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen Rot-Weiß Essen in der Grundburg begrüßen. 6.375 Besucher, Saisonrekordkulisse, sahen das 0:0 der beiden Mannschaften hier in der Grundburg. Von den anderen Plätzen habe ich dann die beiden Ergebnisse von heute noch für Sie. Da unterlag der FC Krai, unserem nächsten Gegner der U23 von Borussia Mönchengladbach, 0:4. Und im Duell der Sportfreunde gewann Lotte gegen Siegen mit 1:0. Die anderen Spiele bereits gestern oder am Freitag. Wir wollen jetzt die Stimmen der beiden Trainer hören, deren Mannschaften heute hier in der Grotenburg gegeneinander gespielt haben. Ich darf begrüßen zu meiner Linken erste Trainer Marc Fascher und zu meiner Rechten Kfz-Trainer Murat Zala. Ja, Herr Fascher, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Guten Tag erstmal in die Runde. Der Herr hat das eben gerade angesprochen, mit der Zuschauerzahl, sprich das Rahmenprogramm war gegeben, tolle Kulisse. Jetzt lag es an beiden Mannschaften, ich sag mal, diesen Rahmen mit einem vernünftigen Bild zu füllen. Ich glaube, das war heute nichts für Fußballästheten, sondern eher so diese Malocherschiene, was vielleicht aber auch ein bisschen dem Platz geschuldet ist, was allerdings auch keine Kritik sein soll. Ist völlig normal im Herbst, dass die Böden tiefer werden. Der Platz war sehr tief, dementsprechend war klar, was uns hier heute erwartet. Nämlich ein absolutes Kampfspiel und ich glaube, das haben beide Mannschaften auch zu 100% in die Waagschale geschmissen. Deswegen war es hier auch kein Feinschleckerspiel, sondern eher was für, sorry den Ausdruck, Kampfschweine. Aber wie gesagt, beide Mannschaften haben das zu 100% erfüllt. Ja, Öding als Gastmannschaft, ich weiß nicht wie viele Minuten, ist auch völlig wurscht, auf jeden Fall in der kurzen Anfangsphase wollten sie gleich zeigen, was hier Tango ist. Da mussten wir uns erstmal ein bisschen finden, hatten aber dann aus meiner Sicht so drei richtig gute Szenen in der Offensive mit einer Top-Torschance mit Sven Kaya. Dann erinnere ich mich noch an den Kopfball von Platzek, den der Torwart über die Latte lenkt. Und ich glaube, noch eine Szene, aber sonst korrigiert mich mein Kollege bestimmt gleich. Auf jeden Fall hatte ich da das Gefühl, sind wir besser ins Spiel reingekommen. Und am Strich glaube ich, dass sich beide Mannschaften mehr oder weniger neutralisiert haben. In der Halbzeit oder nach der Halbzeit hatte ich das schon so ein bisschen befürchtet, dass das mehr oder weniger so ein offener Schachabtausch wird, weil beide Mannschaften wollten den Sieg unbedingt. Ich glaube, wir haben uns so ein bisschen dann mit der gelb-roten Karte in der 75. oder 73. selbst so ein bisschen den Zahn gezogen, wo du dann natürlich in Unterzahl erstmal zusehen musst, dass du die Ordnung nicht da komplett verlierst. Ja, gut, als das dann wieder ausgeglichen war, worauf ich hinaus will, ist, kein der beiden Mannschaften ist es letztendlich geglückt, den Lucky Punch zu setzen. Ich glaube, es war trotzdem ein interessantes 0:0. Weil, wie gesagt, die Voraussetzungen bezüglich Kampfspiel habe ich gerade erwähnt. Und ja, manchmal musst du eben halt auch mal mit einem Punkt zufrieden sein. Ich glaube, das hat die Konstellation heute so ergeben. Aus unserer Sicht, erstes Spiel heute, wo wir mal nicht getroffen haben. Ärgerlich. Aber auf der anderen Seite das dritte Mal in Folge hinten zu null. Das freut mich natürlich. Und ja, man hat, glaube ich, an diesem Spiel gesehen, zwei Traditionsmannschaften haben sich im positiven Sinne nichts geschenkt. Und ja, das zeigt immer wieder, Regionalliga West ist harte Arbeit. Das war es heute und dementsprechend musst du ab und zu auch mal mit dem Boden leben können. Dankeschön. Applaus schon nach dem ersten Statement. Vielen Dank, Marc Fascher. Dann darf ich jetzt dich, Murat, als Kfz-Trainer zum heutigen Spiel hier. Deine Meinung zum heutigen Spiel bitten. Danke. Hallo erstmal an alle Anwesenden. Ich kann mich da wirklich nur meinem Kollegen sehr vielen Themen anschließen. Das wären jetzt auch die Worte, die ich hätte sagen können. Ich kann nur zu meiner Mannschaft sagen, von der Einstellung her war das top. Das hat mir richtig gut gefallen. Wir haben wirklich keinen Zentimeter übergeben oder verloren gegeben, haben gekämpft,
haben kompakt gestanden. Aber das ist es halt, wo wir noch arbeiten müssen, um einen Schritt weitergehen zu können, weil ich auch weiß, dass es bei uns hier ganz schnell mal eine Euphorie ausbrechen kann. Und wenn du natürlich diesen Vorteil hast, dass die gegnerische Mannschaft, gerade eine Mannschaft wie Rot-Weiß Essen, in deinem eigenen Stadion gelb-rot hast, dann musst du dich einfach cleverer anstellen. In der Situation, wo wir dann gelb-rot kriegen, stehen wir mit zwei Mann, lassen uns da wirklich ein bisschen auf gut Deutsch gesagt veräppeln. Und gut, ob man da gelb geben muss danach, weiß ich nicht, aber kommt die Aktion, die Schubser-Aktion und dann gelb-rot. Und meines Erachtens müssen wir in der Hinsicht ein bisschen einfach mehr Cleverness dazu gewinnen. Und ja, wir arbeiten dran. Die Mannschaft ist, wie gesagt, die ist jung und Spieltag für Spieltag lernen wir immer dazu. Aber ich denke auch, dass das ein sehr, sehr interessantes Spiel war, auch für die Zuschauer. Ein sehr unterhaltsames 0-0. Aber wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir hier als Sieger vom Platz gehen. Aber am Ende können wir uns nicht beschweren und für beide Seiten, glaube ich, geht das absolut in Ordnung. Und jetzt steht auch schon das nächste Spiel an oder kommt auch eine sehr harte Aufgabe oder schwere Aufgabe auf uns zu und dementsprechend werden wir uns darauf vorbereiten. Danke. Ausgleichende Gerechtigkeit, auch hier Applaus. Einige Pressevertreter heute hier vor Ort. Gibt es Fragen an die Trainer? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Würde mich freuen, Sie auch kommenden Samstag wieder hier begrüßen zu dürfen. Dann zu Gast um 14 Uhr, die U23 von Borussia Mönchengladbach. Bis dahin noch einen guten Nachhauseweg, einen schönen Restsonntag und alles Gute hier an der KFC Berlin.